Willkommen zum letzten Tag hier im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu unserem letzten Tag im Disneyland Paris. Wir sind noch auf der Davy Crockett Ranch, wir haben zum Glück wieder Strom, wie ihr sehen könnt. Und der Techniker kam, ich habe bei der Rezeption angerufen, es ist gerade hier auch ein Getümmel, denn die anderen machen gerade Frühstück. Es gibt Rührei mit Speck und Toast. Moment, ich zeige euch das mal. Sehr professionell aus, genau. Jetzt frühstücken wir und dann geht es Richtung Park. Es hat auch eben noch sehr, sehr viel geregnet. Soll aber in den nächsten Stunden besser werden. Erst am Nachmittag soll der Regen zurückkommen. Mal sehen, ob wir Glück haben. Und wir frühstücken jetzt und das zeige ich euch gleich. Ja, da vorne seht ihr den Bacon aus dem Topf. Hätte ein bisschen knuspriger sein können, Daniel. Rührei, das sieht sehr gut aus, Sven. Hast du sehr schön gemacht. Danke. So. Dann gibt es mitgebrachten Kakao, O-Saft und Toast und Frischkäse und so. Salz, Pfeffer haben sie gestern noch im Supermarkt besorgt. Guten Appetit! Wir sind jetzt alle satt. Unsere Sachen sind in den Autos und wir fahren jetzt Richtung Park. Der Sven putzt dann noch gerade den Herd mit Klopapier. Und ja, wir hoffen auf besseres Wetter. Es ist noch ein bisschen kühl für meine Verhältnisse. Ist schwül. Es ist nicht schwül, letzten Tage war schwül. Und dann sehen wir uns gleich im Park wieder. Was ist denn hier für ein Haar? Wir stehen jetzt hier auf dem Infinity Parkplatz. Und ja, Mann kommt noch rein mit seiner Jahreskarte. Diesmal gab es keinen Code ausgedruckt, sondern der Mitarbeiter ist einfach vor die Scheibe gehalten. Musste man sich bis hierhin dann merken. Daniel und Brina haben eben schon angerufen und nochmal gefragt, wie der Code nochmal war. Haben sie schon wieder vergessen. Auf die warten wir jetzt. Also noch gibt es den Infinity-Parkplatz, noch kommt man hier drauf. Und der Mitarbeiter hat jetzt auch nicht geguckt, ob die Jahreskarte jetzt am 15. Juli erst gekauft wurde oder, ne? Also so richtig hat man jetzt drauf nicht drauf geachtet. Also noch kann man hier parken. Hier unterm Schloss, denn es regnet. Ich habe zwar einen schönen Regenschirm dabei, aber so komplett. Wir haben gerade ein paar Fotos gemacht im Regen, aber sonst warten wir jetzt hier und hoffentlich verzieht sich der Regen. Es regnet leider immer noch und ja, was soll man machen, als eine Indoor-Attraktion zu fahren? Und wir fahren jetzt eine Runde Small World.
Es hat eine Wartezeit von 5 Minuten und das nutzen wir natürlich jetzt auch noch aus. Ja, mein Outfit of the Day. Ihr habt es ja entschieden, und zwar in meinem letzten Top 10 Disney Summer Outfits Video. Durftet ihr entscheiden, was ich heute anziehe. Es stand knapp zwischen Pocahontas und dem Eats Outfit. Es wurde das Eats Outfit mit den Eats Ohren, mit der Sandwich-Tasche von Mickey, dem schönen Loungeflare-Rucksack. Ich musste mich echt zusammenreißen, was ich da reinpacke. Ich habe ja sonst immer meinen halben Hausstand dabei. Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, nicht so viel einzupacken. Dann dem Ballonrock, das hat jetzt nichts mit Eats zu tun. Und einfach weiße Chucks. Wie findet ihr das Outfit? So, ihr seht, es ist 12.57 Uhr. Wir versuchen um 13 Uhr den Standby-Pass für Crush Coaster zu bekommen. Zuerst braucht ihr die Disneyland Paris App. Müsst euch einloggen, also hier Profil draufklicken. Da klicke ich jetzt nicht drauf, sonst seht ihr meine Daten. Aufs Profil klicken und dann einfach einloggen und dann seht ihr hier schon den Button, Moment, da buchen Sie einen Standby-Pass und da klicken wir gleich drauf. Und kurz zur Info, die Standby-Pässe gibt es immer um 11 Uhr, um 13 Uhr und um 15 Uhr, also immer am besten einen Wecker stellen, wenn ihr unbedingt Crush Coaster fahren wollt oder eine andere Attraktion, die ja jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten noch hinzugefügt werden. So, jetzt ist spannend, es ist gleich 13 Uhr. Und jetzt kurz die Jeopardy-Musik. Ist fast wie bei Shop Disney. Spannend, ne? Oder bei der Liberty-App früher. Oh, warum hat er ein iPhone? Oh nein, keine Sekunde. Jetzt buchen Sie einen Standby-Pass. Es lädt schon länger. So, jetzt hier unten einmal buchen Sie einen Standby-Pass. Ich muss das Handy jetzt kurz wegnehmen. Und die Person auswählen. So, habe ich jetzt bestätigt. Da steht schon Crush Coaster. Und einmal auf Buchen klicken. Buchung bestätigen. So, und da sind unsere Tickets für Crush Coaster. Ihr seht da die Uhrzeit 14.15 Uhr. Also ihr sollt zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr zu der Attraktion kommen.
Und ja, das testen wir dann natürlich auch noch. Ja, tatsächlich haben sich die dunklen Wolken verzogen und immer zwischendurch kommt die Sonne wieder raus. So ein Wetter liebe ich ja. So ein bisschen bewölkt, aber schon trotzdem so ein bisschen blauer Himmel. Und ja, die Wartezeiten halten sich heute echt in Grenzen. Big Thunder Mountain, nicht Big Thunder, Phantom Manor, es ist auch nur 5 Minuten. Da wollen wir jetzt auch nochmal reingehen für Daniel, damit er seine Phantom Manor die Full Experience bekomme, mit Aufzug und allem. Ja, das wurde mir gestern verwehrt an seinem Geburtstag. Und dann werden wir demnächst auch in die Studios rübergehen. Wir wollen nämlich nochmal Mastercard-Tickets holen für die Dream Factory Show. Die hat Brina noch nicht gesehen. Dann natürlich den Standby-Pass nutzen für Crush Coaster. Wir wollen nochmal ein, wie heißt dieses Sandwich? Croque Monsieur oder so? Croque Monsieur bei dem Cars-Stand essen. Und ich glaube, das war's. So viel. Und dann ist schon der Tag auch eigentlich fast schon wieder vorbei. Curious friends, it is so nice to have guests. Nous sommes ravis de vous accueillir, humble mortel, dans ce mystérieux manoir. You may not believe it, but beauty once lived in this house. Le fantôme manor a connu des jours heureux, mais les temps ont changé. And now, curious souls, come, I have more to show you. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. It appears everyone is doomed at Phantom Manor. Even you? And notice this. This chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. Par ailleurs, il n'y a ni porte ni fenêtre. Par où sortir? Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. Ja, wir verabschieden uns für diesen Trip hier vom Disneyland Park und dem Schloss. Wir sehen uns Ende August wieder zur Disney Celebration, also Princess Celebration. Und wir gehen jetzt in die Studios, wollen dann noch die Show gucken und jetzt ziehen hier schon wieder sehr dunkle Wolken auf. Ja, also wir sehen uns gleich in den Studios wieder. Auf jeden Fall kam jetzt der Starkregen plötzlich auf der Main Street. Und ja, wir gehen jetzt trotzdem zur Crush Coaster. Wahrscheinlich ist die Wartezeit auch noch geringer, weil ja, es regnet. Mal schauen. So, ihr könnt schon sehen, hier vor Crush staunen sich die Menschen, weil halt viele nicht wissen, wie das mit dem Standby funktioniert, dass man einen Standby-Pass braucht für Crush. Und das ist natürlich wirklich richtig doof. Le deuxième. Also nur kurz nochmal zur Aufklärung. Ihr braucht wirklich den Standby-Pass für Crush Coaster. Ihr könnt euch nicht normal anstellen und gegebenenfalls länger warten. Also es gibt nur noch einen Eingang mit Standby-Pass. Den Standby-Pass gibt es immer um 13, um 11, um 13 und um 15 Uhr in der Disneyland Paris App. Habe ich ja vorhin gezeigt. Wenn ihr unbedingt Crush fahren wollt, stellt euch einen Timer. Es ist aber so, dass zum Beispiel in der Extra Magic Hours ihr keinen Standby-Pass braucht und abends, glaube ich, ab 17 Uhr braucht ihr auch keinen Standby-Pass mehr. Also es ist ja immer so, um 11, dann ist 2 Stunden bis 13 Uhr und dann 13 bis 15 und dann 15 bis 17 Uhr. Und nach 17 Uhr braucht ihr dann auch keinen Standby-Pass mehr. Schwieriges Wort. Und wir schauen jetzt mal, die Wartezeit vorne am Eingang waren 30 Minuten. Ob das jetzt so stimmt, schauen wir mal. Wir haben uns jetzt in Studio 1 verzogen, denn es regnet leider immer noch. Und es wird leider nichts mehr mit dem Cars Sandwich. Also, es muss ja durch die ganzen Studios laufen, wenn Pitch nass. Deswegen gibt es jetzt ein Black Widow Menü und das Dessert.
Das Black Widow bisher habe ich mir noch extra dazu bestellt, kostet 5 €. Und das Black Widow Menü mit Getränk, Burger und Pommes kostet 16 €. Mit Jahreskartenrabatt habe ich komplett nur 17 € bezahlt. Und nochmal kurz zum Standby Pass. Also wir haben jetzt insgesamt 25 Minuten gewartet, lief super. Ansonsten in der Attraktion selbst, irgendwie ist innen drin, wo man halt sich so dreht, sau wenig Licht. Es ist halt voll der Dark Ride geworden, sonst waren da immer so Seifenblasen und die Schildkröte war auch nicht mehr da am Ende, ne? Sonst hat ja immer Crush noch am Ende gewinkt, war auch nicht da, also war jetzt nicht so berauschend. Hätte ich mir auch sparen können, aber natürlich für den Vlog muss ich den Standby Pass mal testen. Wir essen jetzt alle. Und dann geht's gleich noch zur Show und dann geht's auch nach Hause. So, ich bin jetzt hier im Studio 1 und zeig euch das Merchandise. Thank you.
nächsten Tagen folgen noch Videos zum Hotel New York und zum Manhattan Restaurant. Unsere Meinung, wie das Essen war, wie das Hotel war. Und in dem Video habe ich auch jetzt euch noch ein paar Merchandise-Artikel reingepackt. Wenn ihr komplette Merchandise-Videos wollt, kommentiert gerne unten, ob euch das interessiert. Ich habe schon einen Sprachfehler. Genau. So, wir haben jetzt nochmal die Show geguckt. Die war wirklich sehr, sehr schön. Ich werde auch in den nächsten Tagen nochmal die komplette Show hochladen. Für diejenigen, die leider nicht hierher kommen können und sich die Show trotzdem anschauen wollen. Und ja, wir machen uns jetzt Richtung Parkplatz. Verabschieden uns aus dem Park. Wir sind ja wieder hier Ende August mit derselben Truppe wie dieses Wochenende auch. Zu Daniels Lieblingsseason. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Princess Celebration. Princess Celebration, Celebration der winkenden Frauen. Genau, da sind wir wieder hier es ist ja nur eine Woche eigentlich, diese Celebration. Was genau stattfindet, wir können übrigens weiterlaufen, ich kann auch beim Gehen reden. was genau in dieser Princess Celebration stattfinden wird, werde ich in einem meiner News-Videos packen, weil das ist noch nicht so ganz offiziell. Und natürlich werdet ihr es auch hier in den Videos dann sehen, wenn wir vor Ort sind. Wie gesagt, es ist nur eine Woche. Und ja, so viel ist jetzt auch nicht mehr zu sagen. Nächstes Wochenende sind wir wieder on Tour mit Daniel und der lieben Brina. Könnt ihr sehr, sehr gespannt sein. Wird ein wundervolles Wochenende mal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche. Ja, und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ja, die Glocke, ganz wichtig, die Glocke.